Hallo, ich bin Jessica Schwarz und in der heutigen Schlafgeschichte kehren wir zurück in das Königreich Lionwood. Die Geschichte ist ein Märchen und trägt den Titel Die Gelassenheit des Meeres. Schließe deine Augen und atme ruhiger. Unsere Reise führt uns tief in die Vergangenheit und in ein weit entferntes Land. In einer lauen Sommernacht wurde das Königreich Lionwood von einem heftigen Regensturm heimgesucht. Riesige Wellen rollten auf die Strände und Klippen entlang der Küste zu. Warmer Wind kam aus Richtung Westen. Bauschige Wolken türmten sich am Himmel auf und strömender Regen ergoss sich auf jedes noch so winzige Fleckchen der weitläufigen Insel. Es regnete auf die Wälder im Norden, wo Füchse in Baumstämmen Unterschlupf fanden. Es regnete auf die Obstplantagen im Süden, wo Spatzen sich in Geräteschuppen versteckten. Es regnete auf die Wiesen im Osten, wo Pferde sich in ihren mit Heu gefüllten Ställen verschanzten. Und es regnete auf die Weizenfelder im Westen, wo Kaninchen sich in unterirdische Höhlen zurückzogen. Mitten im Tal lag ein Ort. Der Regen prasselte auf die Ställe und die Schieferdächer der Häuser, gegen die Wände aus Stein und auf die Straßen aus Kopfsteinpflaster. Die Bewohner der Häuser schlossen ihre Fenster, machten es sich unter der Decke bequem und erfreuten sich am Geräusch der Regentropfen. Die junge Prinzessin Isabella saß im Turm des Schlosses in der Mitte des Ortes. Direkt neben ihr knisterte ein wohliges Feuer im Kamin. Sie blickte aus dem Fenster auf das Tal, lauschte dem beruhigenden Donnergrollen hoch über den Bergen und beobachtete den Regen, wie er friedlich auf die Hügel und Felder niederprasselte. Es war der heftigste Sturm, den es seit Jahren in Lionwood gegeben hatte. Als die Insel früh am nächsten Morgen erwachte, zeigte sie alle Anzeichen eines ruhigen und sonnigen Tages. Die Tiere konnten ihre Höhlen und Unterschlüpfe wieder verlassen. Die Vögel saßen auf den Ästen und zwitscherten fröhlich in die Ruhe des Morgengrauens hinein. Weit draußen in der Wildnis der Insel, direkt am Fuße der Berge an der Westküste, lebte der junge Christian, Sohn einer Falknerin. Er und seine Mutter Astrid lebten weit außerhalb des geschäftigen Ortes, in einem kleinen Haus mit Blick auf das Meer, umgeben von immergrünen Pflanzen, die an den Berghängen wuchsen. Christian war drahtig und flink, mit funkelnden Augen, einem ernsten Gesichtsausdruck und einem aufgeweckten Verstand. Er war an diesem Morgen früh aufgestanden und wanderte eine Klippe hoch über dem Meer entlang. Seine Füße stapften über klamme Zweige und frische Kiefernadeln und weiter unten trafen Wellen auf die felsige Küste. Auf seiner Schulter saß ein kleiner Falke, namens Feder. Sein Gefieder war weich und flauschig, beige an den Flügeln und weiß am Bauch. Eines Tages würde er hoch über den Bäumen mit den Wolken um die Wette fliegen. Doch an diesem Morgen war er nur ein kleiner Vogel, der sitzen und piepsen konnte und erst noch lernen musste, in die Höhe zu steigen und zu fliegen. Christian ging mit Feder auf der Schulter die Klippe entlang und betrachtete die Auswirkungen des Sturms. Alte Bäume waren umgestürzt. Das Wasser der Bäche trat über die Ufer und an der Küste war Treibholz angeschwemmt worden. Als er die Küste entlang blickte, erspähten seine Augen etwas Ungewöhnliches.
Ein prächtiges Segelschiff schien an den Felsen aufgelaufen zu sein. »Sieh mal, Feder«, sagte er. »Es scheint so, als hätte der Sturm das Schiff hier hingebracht.« Er ging ein Stück weiter und sah auf das Schiff herunter. Es war beeindruckend und doch schwer beschädigt. Der Rumpf war aufgebrochen, die drei großen Masten umgeknickt und die Segel zerfetzt. Das Schiff lag auf der Seite, umgeben von seiner Fracht. Fässer, Holzkisten und eine Schatztruhe waren verstreut auf dem Felsen. Er suchte nach einem Weg, um nach unten zu gelangen, doch die Klippe war zu steil und es gab keine Stelle, an der er hätte herunterklettern können. »Hallo?« rief Christian. »Ist da jemand?« Doch es kam keine Antwort zurück. Das prächtige Schiff lag auf den Klippen, als würde es in der Morgensonne ein Schläfchen halten. »Kannst du hinfliegen und nachsehen?« bat Christian Feder. Feder piepste hoffnungsvoll. Also streckte Christian seinen Arm aus und setzte den Vogel darauf. »Los, Kleiner«, sagte er. »Ich glaube an dich.« Feder breitete seine flauschigen Flügel aus, sprang auf seine kleinen Füße und wackelte aufgeregt mit dem Schwanz. Er sprang hoch, schlug ein paar Mal angestrengt mit seinen Flügeln und landete dann wieder auf Christians Arm. Entmutigt und niedergeschlagen. »Kein Problem, Feder. Du lernst das Fliegen noch früh genug«, sagte er und gab ihm einen Kuss auf seine weiche Stirn. Dann bemerkte er, dass etwas in weißen Buchstaben auf dem Schiffsrumpf geschrieben stand. Es gelassen«, las er vor. Doch weiter kam er nicht, denn der Rest des Namens war nicht erkennbar. »Gelassenheit, mein Lieber«, sprach eine angenehme Stimme. Christian blickte auf die Felsen neben dem Schiff und verfolgte überrascht, wie ein Mann gerade dabei war, aus der Schatztruhe zu klettern. Er trug dunkelblaue Hosen und ein weißes Oberteil und hielt ein Stück Holz in seinen Händen, das den Namen des Schiffs vervollständigte. H-I-I-T. Heid. Klingt schon viel besser. Findest du nicht auch?« fragte der Mann. Sein Haar war verwuschelt und seine Kleidung zerknittert. Christian musste bei diesem Anblick lächeln. Dafür, dass er gerade gekentert und aus einer Kiste gestiegen war, schien der Mann bei sehr guter Laune zu sein. Christian stellte sich ihm als Falkner in Ausbildung und Feder als seinen Falken in Ausbildung vor. »Es ist mir eine Ehre, mein Junge«, sagte der Mann. »Mein Name ist Marco, der Entdecker. Und es hat den Anschein, als sei ich letzte Nacht mit dem Sturm an die Küste gespült worden.« »Das klingt nach einer interessanten Geschichte«, sagte Christian. »Wenn du mir an Land hilfst, werde ich sie dir erzählen«, antwortete Marco. Er griff nach einem Seil und kletterte den vordersten Mast hoch, der schief lag und in Richtung Klippe zeigte. Als er am oberen Ende angekommen war, band er das Seil am Mast fest und warf das andere Ende zu Christian, der es an einem nahestehenden Baum befestigte. Marco bewegte sich vorsichtig über das Seil auf die andere Seite und stand schließlich neben Christian auf der Klippe. »Ich kann dir gar nicht genug danken, mein Lieber«, sagte er. Und dann begann er, seine Geschichte zu erzählen.
Er war seit 20 Jahren auf hoher See, auf der Suche nach einem Ort, an dem es ihm gefiel. Auf seiner Reise hatte er viele Länder und Inseln kennengelernt, doch noch nicht den perfekten Ort gefunden, an dem er sich hätte niederlassen wollen. Irgendwas gab es immer, das ihn störte. Entweder war der Winter zu kalt, es gab nicht genug Gold oder zu wenig Interesse an seinen aufregenden Geschichten. Marco blickte auf sein Schiff hinunter und stieß einen traurigen Seufzer aus. Wie sollte er jetzt seine Reise fortsetzen, da sich das Schiff noch in einem solch kläglichen Zustand befand? »Ich habe eine Idee«, sagte Christian. »Dies ist das Königreich Lionwood. Unsere Winter sind kalt und hier gibt es nicht viel Gold. Doch unsere Insel ist bekannt für ihre Gutherzigkeit. Wenn wir den Bewohnern von deinem Problem berichten, werden sie dir bestimmt bei der Reparatur deines Schiffes helfen.« Marco, der Entdecker, lächelte dankbar und hielt dies für eine großartige Idee. Feder piepste zustimmend und damit war es beschlossene Sache. Das Königreich Lionwood sollte dem eigensinnigen Entdecker helfen. Gegen Mittag erreichten die beiden Christians gemütliches Zuhause, das hoch über dem Meer lag. Auf der Veranda trafen die beiden auf Christians Mutter Astrid, die gerade dabei war, einen beeindruckenden Falken auszubilden. Seine Flügel waren grau und der Rest seines Gefieders weiß. Seine Krallen glänzten golden und die Augen funkelten kastanienbraun. Christian berichtete von der SS Gelassenheit und seiner Idee, dass das Königreich bei der Reparatur helfen solle. »Welch lobenswerte Idee, mein Schatz«, sagte Astrid. »Doch ich befürchte, jeder im Königreich ist damit beschäftigt, die Auswirkungen des Sturmes zu beseitigen. Auf der ganzen Insel sind Wege durch heruntergestürzte Äste versperrt. Und Gärten liegen voller Blätter, die aufgesammelt werden müssen.« »Aber Mutter«, sagte Christian, »du hast mir immer gesagt, dass wir in Lionwood für unsere Güte und Gutherzigkeit bekannt sind.« Astrid bemerkte, dass die Angelegenheit ihrem Sohn sehr am Herzen lag. »Und du, mein Lieber, bist der Gutherzigste von allen«, sagte sie. »Nun gut, ich bin einverstanden und helfe dir sehr gerne.« Christian umarmte seine Mutter begeistert und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Er und Marco lächelten sich an und arbeiteten danach ihren Plan aus. Nach dem Mittagessen würden sie quer über die Insel wandern und nach Helfern suchen. »Am Ende des Tages haben wir bestimmt genug helfende Hände, um das Schiff zu reparieren«, sagte Marco. Die drei setzten sich auf die Veranda, um zu Mittag zu essen. Und Marco unterhielt seine Gastgeber mit Geschichten aus fernen Ländern und von beeindruckenden Persönlichkeiten. Christian und Astrid hingen förmlich an seinen Lippen und fieberten bei jeder Wendung und bei jedem Spannungsbogen mit. Später am Nachmittag brachen Christian und Marco auf. Feder saß dabei ruhig auf Christians Schulter. Ihr Weg führte sie über einen schmalen Bergrücken. Und schließlich kam das grüne Tal im Zentrum der Insel in Sicht. In der Mitte des Tals befand sich der Ort mit seinem atemberaubenden Blickfang, dem majestätischen Schloss. Die Sonne stand nun hoch am Himmel und tauchte die Insel in ein angenehmes, helles Licht. »Wie ich es dir gesagt habe«, sagte Christian, »in Lionwood gibt es zwar heftige Regenstürme, doch es dauert nie lange, bis die Sonne wieder zum Vorschein kommt.«
Marco bemerkte im Vorbeigehen einen Aushang, der an einem Wegweiser hing, und blieb stehen. Das Pergamentpapier war handschriftlich beschrieben. »Was ist das?«, fragte er und betrachtete aufmerksam den Aushang. »Königlicher Talentwettbewerb. Casting im Dorf heute Nachmittag.« »Wie schön«, antwortete Christian. »Vielleicht schaffen wir es heute Abend zur Aufführung, wenn wir alle Helfer beisammen haben. Los jetzt, lieber Entdecker. Das ganze Königreich wartet nur darauf, deine Geschichten zu hören.« Und so kam es, dass ein großer Entdecker, der Sohn eines Falkners, und ein kleiner Falke sich auf eine Reise über die Insel begaben, um die SS Gelassenheit zu reparieren. Christian führte Marco über die Insel. Sie gingen kreuz und quer durch den Ort und trafen auf zahlreiche Bewohner, die sie fragten, ob sie ihnen helfen könnten. Sie sprachen mit einem Zimmermann, der gerade dabei war, den Zaun an einer Wiese zu reparieren. Sie sprachen mit einer Schmiedin, die in ihrer Werkstatt an einer Wetterfahne arbeitete. Und sie sprachen mit einem Wagenbauer, der damit beschäftigt war, über Räder nachzudenken. Jeder von ihnen war sofort begeistert vom Entdecker und seinen spannenden Geschichten. Sie stellten Material zur Verfügung: Holz, Stahl, ein Rad. Doch niemand von ihnen hatte Zeit, bei der Reparatur zu helfen. Es schien, als sei das ganze Königreich überaus beschäftigt. Nach mehreren Stunden der Suche im ganzen Königreich legten Christian und Marco im Sumpfgebiet eine Pause ein. Sie saßen nebeneinander auf einem Stück Treibholz am Rande eines Teiches, auf dem Seerosen trieben und er von Bäumen umgeben war. Die Nachmittagsbrise war angenehm kühl und frisch. Ein Sonnenstrahl fiel durch die Bäume und brachte das Wasser zum Glitzern. Müde und niedergeschlagen fragten sie sich, wie sie weiter vorgehen sollten. »Wir haben keinen einzigen Helfer«, sagte Marco. »Was machen wir jetzt?« In diesem Moment kam eine Schildkröte aus dem Wasser. Ein wunderschönes grünes Wesen mit gelben Streifen im Gesicht und einem winzigen Hinterteil, das unter ihrem uralten Panzer hervorragte. Mit ihren kleinen grünen Füßen bewegte sie sich auf einen Felsen. »Bitte entschuldigt die Störung«, sagte die Schildkröte. »Aber ich habe euer Gespräch mit angehört und frage mich, ob ich helfen kann.« »Sie stören doch nicht«, sagte Christian und stellte sich, Marco und Feder vor. Die Schildkröte stellte sich als Schildkröte vor. Sie erklärte, dass dieser schöne Teich seit so vielen Jahren ihr Zuhause sei, dass sie irgendwann zu zählen aufgehört hatte, wie viele es mittlerweile waren. Marco erzählte ihr die Geschichte über ihre geplante Schiffsrettung. Die Schildkröte dachte eine Weile lang nach und machte dann einen Vorschlag. »Wenn ihr zur königlichen Hoheit geht und mit ihr sprecht, veranstaltet sie vielleicht eine königliche Hilfsaktion, um das Schiff wieder seetauglich zu machen«, sagte sie. »Die Königin ist schließlich verantwortlich für die Küste und das Meer. Also fällt euer Anliegen in ihren Zuständigkeitsbereich.« »Großartig«, sagte Marco. Doch Christian war nicht ganz so begeistert. »Aber ich kenne die Königin nicht«, sagte er. »Ich war noch nie in ihrem Schloss. Wie kommen wir überhaupt an sie heran, um ihr unsere Idee vorzustellen?«
Heute gibt es im Dorf doch die königliche Talentshow, sagte die Schildkröte. Und ich glaube, die Königin wird anwesend sein, wenn es euer Anliegen ist, mit ihr zu sprechen. So könntet ihr euch bei der Vorauswahl präsentieren. Was für eine großartige Idee, sagte Christian. Ich wünsche euch viel Erfolg, sagte die Schildkröte. Wenn ihr mich nun bitte entschuldigen würdet, es wird Zeit für mein Nachmittagsbad. Die beiden verabschiedeten sich von der Schildkröte und machten sich voller Hoffnung auf den Weg zurück in den Ort. Christian führte Marco über Felder und Bäche und vorbei an riesigen Bäumen. Feder schlief währenddessen selig in der Tasche, die der Entdecker mit sich trug. Schließlich erreichten sie die steinerne Stadtmauer und gingen durch das bogenförmige Tor. Sie überquerten den Marktplatz, auf dem es nur so wimmelte von Menschen. Kaufleute kauften und verkauften Getreide und Gewürze. Schneider fertigten Kleidung aus feinem Stoff an. Und weiß gekleidete Köche trugen Körbe mit Essen umher. Das Trio schlängelte sich durch die Menge und kam schließlich an den königlichen Ställen an, die mit Stroh bedeckt waren. Drin saß ein junges Mädchen hinter einem Tisch. Hinter ihr stand ein Schild mit der Aufschrift Casting. Sie trug ein lilafarbenes Kleid und eine silberne Krone und war gerade dabei, ihre Sachen zusammenzupacken. »Sind wir zu spät?«, fragte Christian. »Ihr könnt noch teilnehmen«, sagte das Mädchen und stellte sich als Prinzessin Isabella vor. »Was ist eure Begabung?«, fragte sie. »Eure Hoheit«, sagte Christian und deutete eine Verbeugung an. »Ich bin Falkner. Und das hier ist Feder, der jüngste Falke, der fliegen kann.« »Wie interessant«, sagte Isabella. »Könnt ihr mir das zeigen?« Christian holte Feder aus Marcos Tasche und setzte ihn auf seinen Unterarm. »Los, Kleiner«, flüsterte er. »Ich glaube an dich.« Feder breitete seine flauschigen Flügel aus, sprang auf seine kleinen Füße und wackelte aufgeregt mit seinem Schwanz. Er sprang hoch, schlug ein paar Mal angestrengt mit seinen Flügeln und landete dann erneut auf Christians Arm. »Mach dir nichts draus, Feder. Du lernst das Fliegen noch früh genug«, sagte Christian und gab ihm einen Kuss auf seine weiche Stirn. »Es tut mir furchtbar leid, Prinzessin«, sagte er. »Aber es scheint, als würden wir über keinerlei Begabung verfügen.« Er setzte Feder wieder in Marcos Tasche und wandte sich zum Gehen. Doch dann fiel ihm etwas ein. »Warte mal«, sagte er und drehte sich zu Marco um. »Du kannst Geschichten erzählen. Erzähle doch mal eine.« »Ich kann es versuchen«, sagte Marco und überlegte kurz, welche Geschichte am besten geeignet wäre. Er erzählte der Prinzessin davon, wie er einmal in den Thermalquellen von Montehavy einem regenbogenfarbenen Bussard begegnet war. Isabella gefiel die Geschichte sehr und sie willigte ein, Marco in der Talentshow auftreten zu lassen. So würden sie doch noch mit der Königin sprechen können. Später am Abend versammelten sich Menschen aus jeder Ecke der Insel auf dem Marktplatz, um sich an den verschiedenen Darbietungen der talentierten Teilnehmer zu erfreuen. Jede einzelne Sitzgelegenheit auf dem Platz war besetzt. Und selbst auf den Balkonen rundherum befanden sich Zuschauer.
Prinzessin Isabella stand auf der Bühne in der Mitte des Platzes und begrüßte die verschiedenen Künstler. Es gab Sänger und Jongleure, Magier und Akrobaten. Eine Frau, die auf Stelzen tanzte. Und einen Esel, der Dame spielen konnte. Die Königin saß in der ersten Reihe neben dem König und applaudierte vornehm nach jeder Vorstellung. Schließlich war es an der Zeit für den letzten Auftritt. Prinzessin Isabella stellte ihn als Marco, den Geschichtenerzähler, vor. Und Marco bewegte sich langsam auf die Bühne. Er hielt einen Moment lang nervös inne. Schließlich standen vor ihm Hunderte von Menschen, die ihn ansahen. Doch dann holte er einmal tief Luft und begann mit seiner mitreißenden Art, die erste Geschichte zu erzählen. Die Zuschauer saßen gespannt auf ihren Bänken und sahen Marco dabei zu, wie er während des Redens immer wieder die Bühne auf- und ablief. Er erzählte von einem exotischen Land, einem bodenlosen Brunnen und einer Begegnung mit einem freundlichen Elefanten. Jeder Moment war fesselnd, jedes Detail überwältigend. Als er fertig war, sprangen die Zuschauer auf und applaudierten ihm. Sogar die Königin und der König erhoben sich und klatschten begeistert Beifall. Christian bahnte sich einen Weg Richtung Bühne und stellte sich neben Marco vor das Königspaar. »Eure Hoheit«, sagte er und verbeugte sich. »Dieser großartige Geschichtenerzähler ist ein nicht minder begabter Entdecker. Und er braucht unsere Hilfe.« Christian berichtete vom zerstörten Schiff, dem gestrandeten Entdecker und ihrer Idee, die SS Gelassenheit wieder seetüchtig zu machen. Dann wartete er ab, während die Königin mit hochgezogenen Augenbrauen innehielt und nachdachte. In diesem Moment betrat Prinzessin Isabella die Bühne, stellte sich neben Christian und Marco und wandte sich der Königin zu. »Wenn du einverstanden bist, das Schiff zu reparieren, liebe Mutter, dann möchte ich dabei helfen.« Alle Augen waren auf die Königin gerichtet, die ruhig in die Ferne blickte und weiterhin nachdachte. »Ich habe entschieden«, sagte sie schließlich, »dass wir diesen Entdecker wieder auf hohe See schicken werden, aber nicht, ohne ihm eine neue Geschichte mitzugeben, die von den gutherzigen Bewohnern von Lionwood. Wir werden das Schiff reparieren.« Der ganze Marktplatz brach in tosenden Jubel aus. Christian und Marco freuten sich wie wahnsinnig. Und Feder piepste triumphierend mit ihnen mit. Ihre harte Arbeit hatte sich ausgezahlt. Am nächsten Tag kamen zahlreiche Helfer zur Westküste der Insel. Sie brachten Holz und Seile, Kisten voller Essen und Fässer voller Wasser. Sie reparierten den Rumpf des Schiffes und das Deck, die Masten und die Segel. Sie malten den Namen SS Gelassenheit neu auf die Seite des Schiffes. Sie bauten sogar eine hölzerne Treppe von den Klippen bis unten an die Küste und eine kleine Anlegestelle von den Felsen bis an das Schiff. Am späten Abend waren alle Arbeiten erledigt. Das
Das Schiff lag groß, prachtvoll auf dem Wasser. Der Rumpf bewegte sich sanft auf und ab. Und die Segel flatterten leicht im lauen Sommerwind. Alle standen sie an der Klippe, blickten auf das Schiff hinunter und winkten Marco zum Abschied zu, als er den Anlegesteg entlang ging und sich bereit machte, an Bord zu gehen. Die zahlreichen Helfer hatten sich versammelt, um Abschied zu nehmen. Unter ihnen befand sich Astrid, die Falknerin, Prinzessin Isabella, die Königin und der König. Sie alle winkten wehmütig und waren traurig, dass Marco die Insel wieder verließ. Christian hatte Feder auf der Schulter und lächelte seinem neu gewonnenen Seefahrerfreund zu. Marco drehte sich um, um noch ein letztes Mal zurückzuwinken, und sah hoch oben auf den Klippen, wie Feder auf Christians Schulter aufgeregt mit den Flügeln zu schlagen begann. Er sprang auf seine kleinen Füße und wackelte mit seinem Schwanz. Dann sprang er hoch, flatterte ein paar Mal kräftig mit seinen Flügeln und flog plötzlich in einem eleganten Bogen nach unten in Richtung Anlegestelle. Alle beobachteten, wie er auf Marco zuflog, langsamer wurde und in seinen Armen landete. Feder strahlte. Marco lächelte. Und Christian stand glühend vor Stolz auf den Klippen. Marco blickte hinauf zur Klippe, zu den Bewohnern des Königreiches, die sich dort versammelt hatten. Wisst ihr, sprach er zu ihnen, jahrelang bin ich über die Weltmeere gesegelt, um das perfekte Fleckchen Erde zu finden. Aber dabei habe ich mir nie träumen lassen, jemals einen Ort zu finden mit Menschen, die so wundervoll sind wie ihr. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, hier im Königreich zu bleiben. Tosender Jubel brach aus und es wurde ausgelassen gefeiert. Die Königin ernannte Marco zum königlichen Geschichtenerzähler. Und Marco verkündete, dass die SS Gelassenheit an Ort und Stelle liegen bleiben würde und ab sofort zum offiziellen Theater seiner Geschichten werde. Bis weit in die Nacht feierten alle auf dem Deck des Schiffes, erzählten sich Geschichten und erfreuten sich an Speisen und Getränken. Nachdem die Feierlichkeiten zu Ende und die Helfer in ihre Häuser zurückgekehrt waren, füllte sich der Himmel über Lynwood mit zahlreichen leuchtenden Sternen. In seinem gemütlichen Zuhause, in der Nähe des Meeres, blickte Christian aus dem Fenster und beobachtete die rauschenden Wellen, vorbeiziehenden Wolken und leuchtenden Sterne. Er sah auch die SS Gelassenheit, wie sie sicher angebunden an der Küste, sanft im Wind hin und her schaukelte. Er löschte die Kerze auf seinem Nachttisch und kletterte unter seine Bettdecke. Eine wohlige Sommerbrise kam durch das offene Fenster herein. Unter der warmen Bettdecke atmete er langsam, tief ein
und aus. Begleitet von angenehmen Gedanken an das heutige Abenteuer und dem beruhigenden Geräusch der Wellen, die in der Nähe seines Fensters sanft auf die Felsen schlugen. So trug es sich zu, dass ein großartiger Geschichtenerzähler sein Zuhause fand, ein kleiner Falke fliegen lernte und ein junger Falkner tief und fest einschlief. Zum Geräusch der sanften Wellen und unter den leuchtenden Sternen.